Düsseldorf und studieren tue ich Medieninformatik. Zuletzt war ich wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Social Media an meiner Fachhochschule. Da ging es um Wissensdokumentation. Ich beschäftige mich vor allem mit zwei Dingen. Das erste ist Motivationsdesign. Da geht es darum, wie man Menschen motiviert, irgendwelche Sachen im Internet zu tun. Und das zweite ist die soziale Gesichtserkennung. Oder anders gesagt, was passiert, wenn jeder so eine Gesichtserkennung in der Hosentasche hat? Wie verändert sich die Gesellschaft? Wie verändert sich die Welt? Ein bisschen geht es hier auch in meinem Vortrag um den Bereich der Gesichtserkennung. Nun, was wollen wir uns heute anschauen? Der Titel heißt Social Media Bürgerkrieg. Soll man Social Media in der Krise abschalten? Ja? Social Media Bürgerkrieg ist ein Gegenentwurf zur Facebook-Revolution. Die Facebook-Revolution unterstellt ja ein bisschen, zumindest medial, dass man mit Hilfe von Social Media so ganze Länder im arabischen Frühling demokratisiert hat. Ja, das heißt, man müsste ja in Afghanistan nur genug iPads und iPods und WLAN und ein bisschen Verbindung abwerfen, nicht wahr? Und schon sind die demokratisiert. Und der Social Media Bürgerkrieg ist eben der Gegenentwurf dazu. Wir schauen uns das am Beispiel an, nämlich am Beispiel der Ausschreitung in London, der sogenannten UK-Riots. Ich habe das Ganze mal, weil es ja eine Keynote ist, aufgehangen an unserem schönen Beispiel, Social, Local, Mobile. So. Als die Ausschreitungen von London dann niedergeschlagen wurden, gab es ja von Cameron und anderen Politikern so eine laute Diskussion, sollte man nicht Social Media abschalten, weil die ganzen Plünderer und die ganzen Vandalen haben sich mit Hilfe von Social Media sozusagen organisiert. Hört sich eigentlich ganz vernünftig an, wenn wir uns das genauer anschauen. Also Social, das heißt, die Leute haben da Twitter und Facebook genutzt und haben gesagt, so jetzt randalieren wir diesen und diesen Viertel. Das war auf jeden Fall lokal, weil manche der Viertel haben gebrannt, andere Viertel nicht. So als hätten diese Plünderer Location-Based Services benutzt. Ja? Und wir haben noch Mobile. Das liegt an der Besonderheit von UK, nämlich viele der Leute im Alter der Plünderer, die benutzen ein BlackBerry, Smartphone, weil dort die Preise so günstig sind in diesem Bereich. Und weil die natürlich viel chatten und viel miteinander reden, ist es, also wenn man das so betrachtet, von diesen Social, Local, Mobile, könnte man sagen, wie wäre es denn, wenn wir genau das machen? Wir schalten also Social, Local, Mobile ab. Ja? Social Media weg und dann gibt es. Könnte man sozusagen in Großbritannien diese Ausschreitung damit verhindern, indem man denen die Kommunikation abschaltet. Wenn man sich allerdings die Studien betrachtet, also die UK-Regierung hat ja selber eine Studie in Auftrag gebracht, deren Ergebnis ist eher, dass die Medien eine Teilschuld haben, in dem wie sie über die Ausschreitung berichtet und die Polizei, in dem wie sie mit den Ausschreitungen umgegangen ist. Eine Studie des Guardian, die sich Twitter-Kommunikation angeschaut hat, tatsächlich lokal, hat gesehen, dass die ganzen Twitter-Nachrichten tatsächlich lokal waren, aber erst nachdem die Plünderungen da waren. Also das heißt, erst nachdem die Plünderung stattgefunden hat, sind bei Twitter die Zahlen hochgegangen, genau über diesen Bereich, aber nicht vorher. Also sprich, es gibt kein Nach, also es gibt, also man konnte nicht beweisen, dass die Plünderer mit Twitter sich organisiert haben, um diese Plünderung zu machen. Die Frage ist also, wenn man Social Media abschaltet, dann trifft man gar nicht die Plünderer. Die haben sich offensichtlich irgendwie anders organisiert. Aber wem trifft man dann? Und ich sage, wen man trifft, ist eine digitale Bürgerwehr. Denn es gab tatsächlich eine digitale Bürgerwehr, circa ja, über 1 Million Menschen, die die Plünderer mit Hilfe von Social Web gejagt haben und deren Aufgabe war es, diese Plünderer niederzuschlagen. Ja, es geht also ich will erklären, wie sozusagen aus bürgerlicher Zivilcourage Wut wurde und diese Wut mit Social Media umgesetzt wurde. Ja? Und insofern könnte man sagen, aus Sicht eines Staates ist es klüger, nicht Social Media abzuschalten, weil Social Media eben eine Infrastruktur bietet für die digitale Bürgerwehr, die wiederum Proteste niederschlägt.
So. Das entscheidende Bild in diesem Prozess, Symbolbild, fand ich bei Flickr. Das wurde hochgeladen am 9. April 2011. Ja? Die Polizei von London hat nämlich bei Flickr 30 Bilder der Plünderer reingestellt ins Netz und hat gesagt, Leute, hilft uns mal, identifiziert uns die mal. Und die Ergebnisse, es gab zwei Ergebnisse. Das erste Ergebnis ist natürlich LOL. Ja, wie hat das Netz reagiert? Das Netz hat gesagt, ne, klar, diesen Mann, diesen alten Mann, den habe ich erkannt, den kenne ich, ja, ich weiß auch, wo der wohnt, in den USA. Das konnten die genau angeben, wo der ist. So hat das Netz zuerst reagiert. Zweite Reaktion, es haben sich digitale Bürgerwehr dezentral organisiert. Und die gucken wir uns jetzt an. Das heißt, was will ich erzählen? Weil diese digitale Bürgerwehr Gesichtserkennung benutzt hat, möchte ich das Ganze in zwei Parts erzählen, also in zwei Bereichen, nämlich das erste, ich will erklären, was überhaupt Gesichtserkennung ist, wie sie funktioniert. Wir wollen Facebook verstehen, weil die digitale Bürgerwehr die Gesichtserkennung von Facebook angegriffen hat und sie benutzen wollte, um diese Plünderer dingfest zu machen, und was eigentlich mit sozialer Gesichtserkennung gemeint ist. Das ist der erste Part. Und beim zweiten Part schauen wir uns an, wie sich die digitale Bürgerwehr im Netz organisiert hat, wie sie versucht hat, die vermeintlichen Plünderer zu identifizieren und wie sie an ihnen Vergeltung geübt hat. Also, das heißt, wir fragen uns, wie funktioniert eigentlich diese komische Gesichtserkennung? Als Beispiel dann können wir auch verstehen, wie Facebook funktioniert, wo es so andere Beispiele gibt, also wo überall gibt es sonst Gesichtserkennung gerade auf der Welt. Und dann schauen wir uns ganz kurz an, gibt es denn irgendwie einen Schutz gegen Gesichtserkennung? Schauen wir uns an. Also Gesichtserkennung hat... es geht überhaupt nicht in Mathe oder sowas, das machen wir nicht. Wir machen das aller einfachste, was geht, um Gesichtserkennung zu verstehen, und die läuft in drei Schritten ab, nämlich die Lokalisierung des Gesichts, die Extraktion der Merkmale und die Identifikation. Schauen wir uns die Schritte an. Lokalisierung, das ist für einen Algorithmus oder für einen Computer überhaupt sehr aufwendig. Der kriegt ja irgendein Bild oder ein Video und der muss in diesem Bild ein Gesicht überhaupt finden, ja, ein Gesicht lokalisieren. Das ist schwer, weil wie soll er denn irgendwie ein Stein oder ein Muster oder ein Chigiwara-T-Shirt-Motiv unterscheiden von einem zuvor lebendigen Gesicht? Das ist schon mal aufwendig. Sodass das Gesicht, jetzt kommt der zweite Teil, sobald das Gesicht erkannt wurde, werden die Merkmale im Gesicht extrahiert. Das heißt, man guckt sich bestimmte Merkmale an, wie Nase, Augen, Ohren, aber auch so eher mathematisch darstellbare Größen, wie der Abstand zwischen den Augen im Verhältnis zum Mund. Ja? Also letztendlich biometrische Merkmale, die sich über Jahre, über die Zeit nicht verändern. So. Und die Anzahl dieser Merkmale kann variieren. Es kann je nach Algorithmus 20 sein, es können auch 2000 sein. Das weiß man nicht so genau. Und sobald diese Merkmale erhoben sind, bildet man sozusagen einen Datenpunkt aus der Sammlung dieser Merkmale. Und diesen Datenpunkt vergleichen mit anderen Datenpunkten, statistisch. Das heißt, da wird dann geguckt, gibt es eine statistische Übereinstimmung, nicht wahr, zwischen dem einen Gesicht, jetzt beispielsweise von Peter Müller, und dann wird eben in der Datenbank geschaut, gibt es denn sowas Ähnliches wie Peter Müller? Und dann kann man am Ende als Ergebnis sagen, die Merkmale, die wir erhoben haben, stimmen zu 98% überein. Das heißt, das ist mit höchster Sicherheit Peter Müller. Ja? Identifikation heißt jetzt im dritten Schritt nicht nur, also es muss jetzt nicht der Abgleich mit der Datenbank sein, sondern das kann auch eine andere Identifikation sein. Beispielsweise, ob handelt es sich um eine Frau oder einen Mann dabei oder welches Alter die beiden haben. So. Und nun weiß man, aus eigener Erfahrung bei diesen ganzen Personalausweisen, dass man nicht lächeln darf. Aber wieso nicht? Und aus diesem Modell wird klar, durch das Lächeln verschieben sich natürlich die Merkmale im Gesicht so, dass die Identifizierung nicht mehr gegeben ist. Ja? Das heißt, was man eigentlich erreichen will, ist doch, wenn ich ein Gesicht habe, das nicht normal ist, also das kein Passgesicht ist, dann möchte ich das irgendwie umwandeln mit irgendeinem intelligenten Technik, dass ich die wieder in diese Pipeline kriege, also in diese drei Schritte. Und die Antwort gibt es darauf, die heißt 3D-Gesichtserkennung.
Das heißt, die kommt zwischen Lokalisierung und die Merkmale kommt jetzt die 3D-Gesichtserkennung. Um das mal zu erklären, Sie kennen bestimmt einen Film mit Nicolas Cage und John Travolta, Face Off, im Körper des Feindes. Ja, der ist bekannt. So. Und die machen sowas Ähnliches. Ja, also, also die Haut vom Gesicht, ne, wird ja abgerissen, sage ich jetzt mal, und dann kann man die woanders drauf tun, zum Beispiel auf eine Schaufensterpuppe. Nicht wahr? Und auf diese Schaufensterpuppe kann ich ja Make-up auftragen oder sie verändern. Und jetzt sind wir in der Informatik, da arbeitet man nicht mit Schaufensterpuppen, sondern mit 3D-Modellen. Ja? Das heißt, das Gesicht wird sozusagen überlagert auf ein 3D-Modell und dieses 3D-Modell rechnet dann beispielsweise Lächeln zurück. Man kann Licht besser machen, man kann das Gesicht drehen und so weiter in 3D. Das ist der aktuelle Stand der Technik. Ja? Und was es noch gibt, ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Gesichtserkennung kann halluzinieren. Also wenn es beispielsweise eine Gesichtsverdeckung gibt, also sowas hier, dann kann ja der Algorithmus einfach sagen, naja, ich weiß ja, das Gesicht ist ja ne, symmetrisch, dann klaue ich einfach mal die Information von dem einen Teil des Gesichts, übertrage das auf die andere. Und dadurch werden bestimmte Bereiche im Gesicht, die sind ja verdeckt, werden halluziniert. Ja? Das ist auch durch die 3D-Gesichtserkennung möglich. So. Soweit, wie das abläuft. Nun schauen wir uns an diesem Beispiel, was Facebook macht. Ja, da gab es ja viele Fragen, viel Diskussion, was machen die da eigentlich? Und die Voraussetzung für Facebook ist gar nicht die Gesichtserkennung, sondern irgendjemand muss das Gesicht markiert haben. Ja, die müssen ja Daten haben, um überhaupt etwas zu vergleichen. Das heißt, die Gesichtserkennung fährt gar nicht an, so was die Medien gesagt haben, die haben die 3D-Gesichtserkennung eingeschaltet, sondern die war schon vorher da, nämlich die Markierung. Sobald man sozusagen Facebook glaubhaft versichert hat, dass ein Gesicht dann markiert ist, dann kann Facebook sozusagen diese Merkmale analysieren. Jetzt schauen wir uns an, jetzt am Beispiel, es gibt irgendeine Maren Schmidt und die lädt jetzt ein Foto von sich hoch, wenn sie joggt. Ja? Was macht also Facebook? Ja? Facebook in diesem Bild, ich gehe mal hoch, ne, zuerst guckt, ist das ein Gesicht? Hm? Nein, findet ein Gesicht. Der erste, Gesichtslokalisierung. Zweiter Part, Merkmale werden angeschaut. Ich höre, so, das sind Augen, das sind Mund, werden zusammengefasst. Ja? Und dann, das ist jetzt die Sicherheit von Facebook ist, die Datenbank, gegen die verglichen wird, sind gar nicht diese 800 Milliarden Mitglieder, die Facebook hat oder wie viel auch immer, sondern nur die Freunde. Ja? Das heißt, es werden sozusagen nur die Merkmale geholt von den 200 Freunden, die Maren hat. Das ist eine kleine Datenbank, also performant, skalierbar, sagen wir der Informatiker, also sehr gut von Facebook. Und dann fragt Facebook, ist, wenn es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das ist Maren, dann fragt es tatsächlich, ist das Maren Schmidt? Sozusagen, bist du das? Und dann muss man sagen, ja oder nein. Und das ist für Facebook ein wichtiger Schritt, denn Facebook holt sich so die Zertifizierung, dass tatsächlich da diese Person ist. Das heißt, Facebook lagert die Gesichtserkennung, beispielsweise die 3D-Gesichtserkennung, an die Nutzer an. Also wenn wir jemanden markieren, dann helfen wir sozusagen per Crowdsourcing Facebook. Ja? Und wir schauen uns später an, wie man das angreifen kann. So. Genau. Was ich gerade mache, ist eben, sich das Phänomen anzugucken, das ich nenne soziale Gesichtserkennung. Also die Frage, was ist, wenn jeder jeden gesichtserkennen kann. Das ist aber noch nicht so weit. Deswegen sammle ich so Zwischenstufen. Das heißt, ich schaue mir an, gibt es irgendwie Geschäftsmodelle oder Anwendungen oder Bereiche, die nichts mit Sicherheit zu tun haben. Also es geht irgendwie nicht um Flughafen und es geht auch nicht um irgendwelche biometrischen Türen oder andere Anwendungen, sondern es geht um, BWLer würde jetzt sagen, Mehrwertanwendung zusätzlich zu Sicherheit. Da lacht einer. Genau. Und da gibt es eine unvollständige Liste von allen möglichen Sachen. Ich glaube, das Witzigste ist die Katzenklappe. Da hat sich tatsächlich ein Typ, hatte ein Problem, seine Katze hat ihn immer tote Tiere mitgebracht auf die Couch. Und das war nicht so schön, fand er. Und dann hat er sich eine Katzengesichtserkennung gebaut. Die Katze lief sozusagen durch so ein Tor, wo ihr Schatten angeschaut wurde und wenn sie in ihrem Gesicht etwas hatte, dann hat sich ihre Klappe nicht geöffnet. Das heißt, die stand da und Mauz, 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 ja, es hat sich aber nichts geöffnet.
Das heißt, die Katze hat dann so gelernt, okay, wenn ich was mitbringe, ja, öffnet sich die Tür nicht, kann ich also nicht wieder rein, ja, ist also wieder zurückgegangen, hat die Beute vergraben, ja, und ist dann, ne, hatte nichts im Mund, konnte dann wieder rein. Es gibt auch viele andere Beispiele. Also wenn Sie jetzt was hören wollen, müssen Sie nur schreien und sagen, ich möchte das hören. Die Kreuzfahrt? Okay, die Kreuzfahrt, die jetzt kann ich gerne erzählen. Und zwar gibt es so viele Kreuzfahrtschiffe, auch bei Disney. Und die sind ja auf einer Tagesreise, irgendwie 7, 8 Tage oder 7, 6 Tage, wenn es mal nicht an irgendeiner Insel festhängt. Und das Problem ist, da gibt es ein Problem mit den Fotografen, nämlich die Leute haben da Events, gehen da aus mit Familien und da sind natürlich ganz viele Bordfotografen und die machen die ganze Zeit Fotos. Und am Ende der Reise sind ein paar, weiß ich, 10.000 Fotos oder 5.000 Bilder. Und am Ende der Reise kann also der Kreuzfahrtschiff-Passagier reingehen in so eine Kabine, lässt sein Gesicht scannen und die App, die da ist, gibt einfach nur alle Bilder von ihm aus, die es gefunden hat, wo er lächelt. Ja? Dadurch muss man sich eben nicht die 5.000 Bilder anschauen, sondern kriegt eben die 12 oder 13. Und das ist natürlich aus Marketing super, weil der kauft dann bestimmt die Bilder, wo er dann lächelt. Ja? Also hat man halt 12 verkauft im Vergleich zu dem, wo der gar nichts gekauft hätte, weil er gar nicht sich gefunden hat. Ja? Bei der Partnersuche. Es gibt Soul to Me oder sowas. Es gibt auf jeden Fall zwei Partnersuchen, die sagen, dass man die biometrischen Daten im Gesicht so analysieren kann und Menschen sich mit irgendwelchen komischen Studien, Menschen sich anziehen finden, wenn die irgendwie ähnlich sind auf einer bestimmten biometrischen Basis und dann vergleichen die einfach Biometrie und sagen, der Typ, der sieht dir so ähnlich aus vom Gesicht her, lern den doch mal kennen. Ja, das ist das, was sie machen. Ich habe jetzt nicht untersucht, ob das tatsächlich haltbar ist aus psychologischer, sozialer und biologischer Sicht, aber das ist deren Geschäftsmodell. Ja? Noch, das ist aber das Letzte. Ja? Okay. Also wir können uns später darüber gerne unterhalten, was es da noch für Beispiele gibt. Ja, beim Naturschutzgebiet, da ist das Problem des menschlichen Auges, nämlich der kann schwer so Schimpansen oder Orangutans unterscheiden. Und es gibt ein Naturschutzgebiet, wo Gesichtserkennung eingesetzt wird, um die Tiere zu zählen. Also die ich weiß jetzt nicht, welche Affenart, aber die zählen irgendeine bestimmte, wo das menschliche Gesicht die nicht unterscheiden kann. Und dann können die tatsächlich sagen, haben die irgendwie ein Neugeborenes oder ist da jetzt ein neuer Affe gekommen in dieses Gebiet und können den dann tracken mit Gesicht. Also da sind überall sozusagen im Wald Videokameras, ne, und die sind dazu da, um diese Affen zu überwachen. So. Also schauen wir uns an. Gibt es denn irgendwie Wege, wie man sich vor Gesichtserkennung schützt? Es gibt eine interessante Arbeit von Adam Harvey. Der hat sich angeschaut, ob es nicht ein intelligentes Make-up gibt und intelligent im Gesicht gesetzte Haare, das Gesichtserkennung verhindert. Und er hat tatsächlich Make-up gefunden, also so eine Art Indianer-Make-up und eben Cyberpunk-Haare, die man sich, also man sieht dann nicht besonders attraktiv aus, sagen wir so. Also das heißt, diese ganzen Partnerbörsen würden dann sagen, du, nee, danke. Aber man kann sich vor Gesichtserkennung schützen, zumindest vor einem Algorithmus, das ist doch schon mal was. Aber was ich hier mitgebracht habe, was eher zum Thema passt, ist eine App von vom Guardian Project und Witness. Das ist ein NGO. Und die machen Folgendes. Da ist das so, wenn man jemand aufnimmt mit seinem Android-Handy, dann wird per Default das Gesicht verpixelt. Und wenn man irgendwie tatsächlich ein Gesicht zeigen will, dann muss der Fotograf das entpixeln. Das heißt, der muss tatsächlich sagen, hier, ich will das entpixeln. Die Frage ist natürlich, wozu braucht man das? In Deutschland braucht man das nicht, aber wenn wir so an Länder wie Syrien denken, da rettet das Menschenleben. Weil natürlich die Leute, die Menschenrechtsverletzungen aufnehmen und sie bei YouTube reinstellen oder diesen ganzen NGOs zusenden, dadurch, dass sie Fotos machen, gefährden sie ja entweder sich, indem da Geomarkierung, Geoinformationen enthalten sind beim Handy. Das heißt, wenn das Regime die Schnapp und das Smartphone durchguckt, dann weiß es, aha, der hat gegen uns Bilder gemacht, nicht so gut. Oder zweites, man gefährdet Freunde, die dabei sind. Und durch diese Technologie, durch diese App, kann man eben
alles Mögliche verpixeln und dann wird das Bild irgendwo gesendet an ein NGO und alle restlichen Spuren werden beseitigt. So als hätte man gar kein Bild aufgenommen. Und wie gesagt, ich halte das für eine sehr gute Anwendung. Das Ironische ist ja dabei, hier läuft ein Gesichtserkennungsalgorithmus, der ein anderes Gesichtserkennungsalgorithmus verhindert. Das ist soweit zum Überblick. Also wir haben jetzt, es ist klar, ein bisschen zumindest, wie Gesichtserkennung abläuft, was da ungefähr bei Facebook abläuft, was eigentlich soziale Gesichtserkennung heißt, wo es übrigens eingesetzt wird und dass man sich möglicherweise schützen kann. Zumindest jetzt. Gesichtserkennung wird ja weiter betrieben. Und nun schauen wir uns an, was gab es denn bei diesen UK Riots? Also wie sind die Bürger gegen die Plünderer vorgegangen? Wie haben sie sich organisiert? Wie haben sie versucht, die Leute zu identifizieren? Und was heißt eigentlich Vergeltung im Social Web? Ja. So. Was die Organisation lief eben über Twitter und Facebook ab. Und es gab sogenannte Twitter-Aggregator-Konten. Das heißt, die wurden extra für diesen Event erstellt. Und man sieht ja beispielsweise Name That Riot, den Soldaten. Und dieses Konto hat sozusagen alle möglichen Nachrichten gesammelt, hat sie aufbereitet und hat den anderen Leuten Befehle gegeben. Und wenn man sozusagen als normaler Nutzer teilnehmen wollte, dann hat man eben Hashtags benutzt, wie beispielsweise Name and Shame. Ja, da sieht man ein bisschen diesen Mob, also den Anspruch des digitalen Mobbes, ne, Name and Shame, an den Pranger stellen. Das ist schon in der Organisationskultur durch die Hashtags enthalten, wie sie sich organisiert haben. Ja? Bei Facebook gab es eine Gruppe mit einem sehr interessanten Namen, nämlich die haben von sich aus gesagt, wir wollen die Polizei von London wollen wir unterstützen gegen die Plünderer von London. Man sieht hier einen aktuellen Screenshot, 940.000 Personen, die sich daran beteiligt haben. Ja? Und das ist innerhalb von 2 Tagen oder 3 Tagen. Das ist die Geschwindigkeit, wie die Gruppe gewachsen ist. Nur mal, um sich die Dimension zu verdeutlichen. Also wir haben über 1 Million Menschen, die da bei dieser Social-Media-Jagd mitmachen. So. Wir schauen uns dann später an, was die Gruppe gemacht hat. Dann ist natürlich die Frage Identifikation. Woher hatten die überhaupt, also man muss ja, um jemanden anzuprangern, muss man den ja irgendwie identifizieren. Woher hatten die Daten? Nun, die sind eigentlich wie Bürgerjournalisten vorgegangen. Ja, das heißt, als normaler Bürger, der irgendwie für eine Lokalzeitung schreibt, sind die ins Web gegangen und haben bestimmte Suchwörter eingegeben und haben eben das benutzt, was eben so der normale Bürgerjournalist benutzen würde. Und da gab es tatsächlich im Social Web so ganz komische Ankündigungen, aber man weiß ja nicht, ob die wahr sind oder nicht. Beispielsweise dieser feine Herr hat dann vorgeschlagen, ne, Brandschatzt London und Smash London mit der ganzen Gruppe. Fun Fact, 11 Leute haben das gemocht. Ja? Genau. Und auf solche Daten, ohne sie natürlich zu überprüfen, haben sich die Leute dann gestürzt. So. Und eines deren Wege war eben, Gesichtserkennung auszuprobieren. Das heißt, Gesichtserkennung anzuwenden. Die Londoner Polizei wollte das ja selber. Die Londoner Polizei hat ja durch Flickr die Gesichtserkennung, wollte sie crowdsourcen. Und verschiedene Leute haben also versucht, automatisiert Gesichtserkennung anzuwenden oder eben die Crowd dafür einzusetzen, um die Plünderer zu identifizieren. Und es gab verschiedene Seiten. Ja, die stelle ich auch gleich alle vor, die mit unterschiedlichen cleveren oder nicht so cleveren Ansätzen versucht haben, die Gesichtserkennung durchzusetzen. Und es gab einen netten Kommentar von einem Journalisten, der sich so eine Seite angeschaut hat und gesagt hat, ja, wie hat sich jetzt durch Social Web, durch Social Media das Netz verändert? Früher haben die Leute Fackeln und Mistgabeln in die Hand genommen, heute ist deren Fackel der Algorithmus. Schauen wir uns mal so eine Seite an, nämlich die interessanteste von ihnen, die Do Your Friends Riot.com. Es haben sich nämlich Entwickler, also so freie Entwickler, gesagt, ja, wir haben doch Gesichtserkennung, wieso sollten wir die nicht nutzen? Und deren Plan war der biometrische Verrat von Freunden durch Facebook.
Die wollten also, dass man sich sozusagen mit einer App oder auf dieser Webseite einloggt mit seinem Facebook-Account, ja, und dann die ganzen Bilder, die aus dem Netz sind oder aus diesem Flickr sind, lädt man bei sich hoch und vergleicht sie dadurch durch die Datenbank, die man bei den Freunden hat. Ja? Das Sicherheitsfeature von Facebook war ja, die sagen, naja, unsere Gesichtserkennung ist ja sicher, weil nur Freunde können das nutzen. Und hier ist es so, dass sie sich gesagt haben, wie wäre es denn, wenn wir dieses Freundesverhältnis ausnutzen? Die Leute laden sozusagen über sich privat mit dieser App die Bilder hoch und identifizieren die Leute und dann, weiß ich nicht, kommt irgendwie ein roter Button, der dann sagt, ein Freund könnte ein Plünderer sein, weil wir hier ihn infiziert haben. Denkst du nicht mal nach, den hier bei der Polizei zu melden? Ja, das war deren Plan. Der ist übrigens grandios gescheitert. Wieso, ist ja auch egal. Beim nächsten Fall gab es ein einfaches Tumblr. Und da hat der übrigens weniger als 24 Stunden überlebt hat. Also das ist die Dynamik von diesen Protesten und von Social Media, die wir haben. Da gab es einen Typen, der hat einfach nur alle möglichen Bilder gesammelt, die irgendwie mit diesen Ausschreitungen im Zusammenhang standen und hat dann sozusagen auf der Webseite gesagt, an wen man sich melden kann, wenn man dann einen identifiziert hat. Der hat die Seite tatsächlich eingestampft nach weniger als 24 Stunden, weil der erkannt hat, nun ja, Elektronik in der Öffentlichkeit tragen ist keine Straftat. Ja? Man kann nicht Leute anzuprangern und die pauschal ohne jetzt zu authentifizieren, was ja Medien machen, die sich fragen, ist das irgendwie echt oder ist das nicht. Der konnte am Ende nicht sagen, lade ich da jetzt ein Bild von einem Unschuldigen hoch oder nicht. Und er wollte diese Verantwortung nicht tragen und hat die Webseite und sein entsprechendes Twitter-Profil abgeschaltet. Ja? Nächstes Beispiel. Die haben das ein bisschen cleverer gemacht. Hier gab es, also alles, was hier fehlt, ist noch, was Usability angeht, der Like-It-Button. Und zwar wurde gefragt, kennst du einer der Personen, die hier auf dem Bild abgebildet sind? Und dann kann man sagen, nein, kenne ich nicht, kriege ich ein nächstes Bild oder ja, ich habe eine Person erkannt. Und dann ist ein Formular aufgepoppt und dann konnte man den Namen der Person sagen. Und wie man sieht, das Problem ist, nicht wahr, ganz viele, hier sind, keine Ahnung, 17 Typen oder 17 vermeintliche Plünderer oder auch Zeugen, das, also man muss sozusagen ganz viel Information dazu geben, wem man eigentlich identifiziert hat. Das ist das Problem dieser Seite. Deswegen hat eine andere Seite das viel cleverer gemacht und hat das auf die Spitze getrieben. Die haben dann tatsächlich alle möglichen Leute markiert, die hatten einen Fotostream und dann hatte man so ein schönes Formular, also irgendwie Nummer des Verdächtigen, sein Name, ja. Und das Interessanteste ist, dieses Formular verrät eigentlich alles, verrät, was eigentlich der Social Media Bürgerkrieg ist. Denn wenn wir uns das Formular genauer anschauen, bei den zusätzlichen Details, die man über den Plünderer weiß, da steht beispielsweise sein Facebook-Profil, sein Twitter-Nutzernamen, seine E-Mail, seine Telefonnummer und so weiter. Dann ist natürlich die Frage, wozu braucht eine Webseite, ja, die eigentlich die Namen der Leute bei der Polizei melden will, wozu braucht die zusätzliche Informationen? Und wir werden sehen, was die mit diesen zusätzlichen Informationen, wie beispielsweise Facebook-Profil von diesem Plünderer machen. Ja, die haben gesagt, also wenn wir alles kriegen, also wenn wir alle Daten sammeln, wieso nicht? Klar. So. Und die letzte Idee ist, wir haben ja diese Memes, wir haben ja Lolcats, ne? Kennen Sie? Und die Idee ist, ja, im Netz werden Informationen am besten, am schnellsten verbreitet, wenn es so eine Meme-Bildung gibt. Und es gab so eine Art Looter-Meme, nenne ich das mal, wo die Leute Photoshop eingesetzt haben und irgendwas mit diesen Plünderern gemacht haben. Ne? Und klar, dadurch, dass die Plünderer zu sehen sind, nehmen das Medien auf, nehmen das Blogs auf und das Ganze wird breit zerstreut und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass die jemand erkennt. Ne? Hier beispielsweise brechen die Leute bei ihm gleich ein, während der die Pressekonferenz hält. Oder auch das. Das nächste Beispiel. Ja? Die haben auch viele andere Bilder, also die Plünderer stehlen irgendwie Justin Bieber-Plakate oder die Plünderer stehlen Barbies oder die Plünderer laufen von Sesammonstern weg. Also solche Scherze haben sie sich erlaubt und das ist ja das Internet wichtig, ne? Die LOLs. Genau. So.
Und nun schauen wir uns den dritten Punkt, nämlich die Vergeltung an. Und das finde ich jetzt persönlich ziemlich krass. Und zwar haben sich die Briten auf Amazon UK mit Sportgerät bewaffnet. Hier beispielsweise ein Stock für Yoga-Übungen oder ein Baseballschläger. Und das Interessante daran ist, wie die Nachfrage gewachsen ist. Nämlich 50.000% und hier bei dem Baseballschläger 13.000%. Ja? Da wollte also jemand tatsächlich Vergeltung üben oder sich persönlich schützen. Ja? Aber 50.000% Nachfrage ist schon ein krasser Fall. Übrigens, Baseballschläger, habe ich erst gestern gesehen, wurde abgesetzt. Ja? Also gibt es einen schönen Rabatt, damit man irgendwie einen Doppelpack kaufen kann. So. Was haben die damit gemacht? Ja. Hier sieht man ein Wunder, an diesem Screenshot sieht man eigentlich alles, wie die digitale Bürgerwehr vorgegangen ist. Ja? Im ersten Tweet sehen wir, dass da jemand die Organisation zeigt, wie sie sich organisiert haben. Also der sagt, bitte die Bilder, also die Twitter, Facebook und so, alles, was ihr findet an Daten, hashtaggen mit Name and Shame und Riot Clowns, ja? Und dann lass uns sie jagen. Ja? Da ging es um eine Jagd. Zweitens, was hatten wir? Das ist die Identifizierung. Ne? Da hat jemand also Bild einfach bei irgendwo hochgeladen und hat gesagt, das ist ein Riot Clown, kennt den jemand. Ja? Und im dritten Fall, schauen wir uns an, was wollte der mit seinem Baseballschläger machen? Da hat jemand eine Chloe Justin Bieber Fever erkannt als vermeintliche Plünderin und hat gesagt, dass er die doch gerne mit dem Baseballschläger treffen würde. Das ist, was die Vergeltung angeht. In den Facebook-Gruppen, also diese 1 Million Nutzer, was haben die dort gemacht? Wenn die tatsächlich eine Person identifiziert haben, da gibt es ein schönes Beispiel, haben die gesagt, der Matthias Müller, sagen wir jetzt mal, ist jetzt durch die digitale Bürgerwehr überführt. Ja? Und da haben sie geschrieben, ja, wir haben jetzt die Telefonnummer vom Chef von diesem Herr Müller, ruft doch da mal an. Und sagt dem Chef, wie toll er es findet, dass sein Mitarbeiter ein Plünderer ist. Ja? Ich will damit sagen, ihnen ging es um die soziale Vernichtung der Plünderer, die sie vermeintlich erkannt haben wollen. Ja? So. Und dann gab es noch, früher habe ich immer erzählt, als Gegenbeispiel zu sagen, nein, Social Media Einsatz bei den Riots war gar nicht so schlecht, denn die haben auch die Straßen aufgeräumt. Also die haben auch die Aufräumen der Straßen beispielsweise mit Clean Up Riot mit einem Hashtag organisiert. Da gab es ein Symbolbild, das auch bei Twitter ganz gut lief und in den Nachrichten, dass die sich organisiert haben. Und ich habe den Vortrag mal gemacht in Hamburg und habe dann einen Soziologiestudenten getroffen. Und der meinte, ich würde das Bild falsch interpretieren, also das ganze, die ganze Aufräumaktion. Denn den Menschen ginge es tatsächlich um das Aufräumen vom Dreck auf ihren Straßen, nur dass sie mit Dreck Menschen gemeint haben. Ja? Das war seine Interpretation. Gut, jetzt bin ich kein Soziologe, kann das also irgendwie nicht belegen, aber es hört sich nach einer interessanten Theorie an. Müsste man also mal schauen. Ob man das tatsächlich so interpretieren kann. Ja? So, jetzt will ich nochmal dieses Phänomen digitale Bürgerwehr zusammenfassen. Was haben wir eigentlich gesehen? Also, wir haben eine digitale Bürgerwehr, die sich super organisiert hat und auch noch dezentral. Die sind von außen nicht steuerbar. Die haben eine kritische Masse erreicht und die fürchten sich nicht, alle möglichen Tools, die sie in die Finger kriegen, einzusetzen, sei es Crowdsourcing, Gesichtserkennung, Social Media oder was auch immer. Und deren Ziel ist die soziale Vernichtung von Menschen, die sie zum Abschuss erklärt haben. Ja? Und hier versteht man, gestern war auch die Frage, mit der Facebook-Revolution, kann man irgendwie davon ausgehen, dass man mit Social Media die Welt demokratisieren kann? Und die Antwort ist nein. Social Media, Twitter, Facebook, das sind nur Tools. Und die Frage ist ja, wie die Menschen damit umgehen und wie die Menschen damit umgehen
Und nicht bloß, weil es Facebook gibt, dann werden die das schon zur Demokratisierung nutzen. Das ist so nicht. Dieses Beispiel zeigt, dass Social Media ein wunderbares Instrument ist, um alle möglichen Demonstrationsformen, um alle möglichen Menschengruppen, Bewegungen zu unterdrücken. Seien es jetzt tatsächliche Plünderer, seien es vermeintliche Plünderer, seien es Leute, die irgendwie zur Hanfparade gehen und pro Drogenlegalisierung demonstrieren, die Studenten-20-Gegner oder Occupy. Ja? Jetzt kennen wir die Tools, das hat der Social Bürgerkrieg in London gezeigt, jetzt kennen wir die Tools, die auch auf europäischem Boden eingesetzt werden können, um eben jede mögliche Art von politischer Bewegung oder eben Ausschreitung zu unterdrücken. Deswegen, ja, wenn man Social, Local und Mobile abschaltet, trifft man gar nicht die Plünderer, sondern man entzieht der digitalen Bürgerwehr die Infrastruktur. Und es ist jetzt aus Sicht so eines bösen Staates, ist es doch viel klüger, die digitale Bürgerwehr nicht irgendwie Steine in den Weg zu legen, sondern sie zu tolerieren, sie sogar zu unterstützen, ja? Und der digitalen Bürgerwehr die Drecksarbeit zu überlassen mit Hilfe von Social Media und all den ganzen Dingen, technologischen Dingen, die gerade da sind, Bewegungen und Ausschreitungen zu unterdrücken. Letzter Satz. Aus europäischer Perspektive gesehen, aus unserer europäischen Perspektive, habe ich eine Befürchtung. Ich habe die Befürchtung, dass wir hier mit den London Riots nicht den letzten Social Media Bürgerkrieg erlebt haben, sondern den ersten. Vielen Dank. Ich drehe das gleich mal um. Was ist denn, wenn mein Ziel gar nicht ist, diese Bürgerwehr zu haben, sondern eben diese Bürgerwehr und die digitale Elite gleich auszuschalten, also möglichst viel Chaos zu stiften? Dann ist es, glaube ich, ziemlich einfach die Kanäle abzuschalten. Und wir sind alle ziemlich aufgeschmissen in unserer Kommunikation. Meine 600 Facebook-Freunde kann ich nicht mehr erreichen. Ich habe ihre Nummern bei Google. Also ich bin aufgeschmissen, wenn ich mein Telefon, wenn es nicht da ist, wenn es nicht funktioniert, kann ich... Ich kenne vielleicht so 15 Leute hier im Raum. Davon könnte ich vielleicht 3 erreichen. Ja, die Frage ist, Mubarak hat ja tatsächlich gleich das Internet abgeschaltet, wodurch er tatsächlich den letzten Hinterwäldler, der auf das Internet angewiesen hat, gegen sich gebracht hat. Also es könnte tatsächlich sein, wenn man eine gewisse Masse hat, die sich noch nicht ganz gut organisiert hat, dass es sich tatsächlich lohnen würde, die Eliten abzuschalten. Das könnte möglich sein, muss aber nicht. Viel intelligenter ist, und das ist ja in vielen arabischen Ländern so, dass man sich tatsächlich so eine professionelle digitale Bürgerwehr aufbaut, ne, als Blogger, die dann eben Desinformationspolitik machen, also die falsche Berichte liefern, um eben die Opposition zu verhindern. Das gibt es tatsächlich. Also ich sehe hier noch ein anderes Problem und das, was du uns eben gezeigt hast, dieses Beispiel auch mit dem Typen, der dann wo propagiert wurde, bei seinem Chef anzurufen und ihn anzuzeigen oder dem Chef zu sagen, dass er ja in diesen Riots teilgenommen hätte, das klingt für mich sehr nach Selbstjustiz und ich muss mich fragen, ob unsere Demokratie das zulässt. Denn juristisch gesehen ist in unserer Gesellschaft Selbstjustiz genauso strafbar wie jede andere Art von Verbrechen. Und ich sehe hier eher eine Gefahr, wenn man dann Social Media nicht abstellt, auch. Denn wollen wir das wirklich? Also wollen wir wirklich, dass so eine Hetzjagd im Internet entsteht? Wir hatten ja, glaube ich, das Beispiel Emden mit dem Mob. Okay. Ja, also nochmal einen Satz dazu noch. Wenn ich diesem Rioter auch noch seinen Job wegnehme, dann hat er erst recht einen Grund, da wirklich auf die Straße zu gehen. Also was habe ich davon, ja. Ja, ich bin auch bei dir, weil ich sehe da die Gefahr, wie wir es jetzt kürzlich in Emden erlebt haben, dass sich auf Facebook im Prinzip Anarchie breit macht und sogar Lynchjustiz regelrecht gefahren wird. Und das ist ja das beste Beispiel, was wir da auch dann letzten Endes erlebt haben. Und auch, wie du schon sagtest, es ist nicht die letzte Form von digitaler Bürgerwehr oder Bürgerkrieg gewesen, sondern wir stehen am Anfang. Genau.
Ich sag's nochmal für die Kamera. Es ist ja noch nicht bewiesen, dass er schuldig ist, nur weil er auf einem Bild gemeint. Also hier findet ja gar kein juristischer Prozess statt. Richtig. Und dann untergraben wir eigentlich unsere demokratischen Grundwerte. Und da sehe ich eher als Gefahr als Nutzen. Hast du Informationen darüber, wie die Behörden in London damit umgegangen sind? Also wenn die Gruppe zum Beispiel heißt Support the Met Police, was hat die Met Police gemacht? Gab es da Stellungnahmen zu? Ja. Haben die irgendwie versucht, lass das bleiben, wir kriegen das schon selber hin? Was war da die Tendenz, was haben die gemacht? Das Interessante ist, dass in dieser Facebook-Gruppe der Cameron selbst drin war. Der hat die Gruppe geliked. Also das Interessante ist, dass die Ausschreitung von London das als positiv verkauft haben. Also bei diesem, Clean-up von den Riots, da ging es um Bürgerengagement. Das heißt, was es darum ging, auf der einen Seite wurde das Ganze kriminalisiert, das heißt, das ist ein singulärer krimineller Protest, da sind kriminelle Energien, da geht es gar nicht um Politik. Und auf der anderen Seite haben wir eine starke Bürger, die sich für uns einsetzen, die diese Plünderer fertig machen wollen. Das ist doch super. Das heißt, eher ist eine Tolerierung zu sehen. Und es ist nicht bekannt, dass irgendjemand verurteilt wurde, weil er sich diesem digitalen Mob angeschlossen hat. Da war, glaube ich, eine Meldung. Ich weiß nicht, bei genauerer Betrachtung, wenn du dir mal so die Mechaniken anguckst, die da wirken. Im Prinzip haben wir es jetzt geschafft, dass wir, egal wo wir sind, dass wir einen großen neuen Dorfplatz geschaffen haben, wo wir uns alle treffen können und dann sagen können, hey, hier, der Fisch von dem Typen stinkt und er hat übrigens auch, keine Ahnung, ein Auge auf deine Frau geworfen und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was da wieder passiert. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt ein neues Phänomen, wir haben halt nur die Grenzen ein bisschen höher gemacht. Jetzt sitzen wir halt nicht mehr in einem kleinen Dorf und betreiben da Hexenjagd, sondern machen das im großen Stil. Also das Ding ist auch, du kannst den Leuten den Dorfplatz nicht wegnehmen. Wenn du das machst, werden sie einfach das Rathaus abreißen und sich da einen neuen hinstellen. Also von daher, ich weiß nicht, also die Fragestellung des Abschaltens des Social Media, ich weiß nicht, ob sich die wirklich stellt. Das kannst du einfach gar nicht machen. Und das kannst du aus dem Grund nicht machen, da du die Funktion dann ja nur verlagerst. So. Und ich glaube, die Frage ist dann eigentlich eher, wie gehst du damit um, dass du über neue Medien es geschafft hast, erstmal die Großstädte wieder zurückzuschicken, um 100 Jahre und den Leuten wieder eine Mistgabel in die Hand zu drücken. Also das ist ja eigentlich eher das Phänomen, was da auftaucht. So. Also keine Ahnung, wenn das weiter so läuft, haben wir dann den großen Vorteil, dann entwickeln wir uns nochmal irgendwie mit ein paar lustigen Sprüngen in unserer Technik und dann sitzen wir wieder in der Höhle von den Mechaniken, die drunter liegen. Da vielleicht noch eine Ergänzung. Allein der Titel ist bei mir schon so, wo ich mich frage, was ist Social Media? Also wo fängt es an, wo hört es auf? Das definieren wir ja auch jeden Tag neu. Und was ist eine Krise? Ab wann drückt man auf den Knopf oder gibt es einen Knopf? Wird es runtergefahren? Wird es zur Seite geschoben? Was wird angestellt, ausgestellt? Ich glaube anhand der, also ich könnte das die zwei Fragen schon nicht beantworten, deswegen könnte ich auch gar nicht sagen, was würde dann ausgestellt werden und was nicht. Also ich habe so ein bisschen das Problem noch, dass das einfach toleriert wird und dass gar kein Diskurs darüber stattfindet. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz wichtig mit dieser Mistgabelphilosophie, dass wir uns sozusagen wieder auf den Marktplatz stellen. Und es scheint aber niemanden zu interessieren. Also es findet ja gar kein wirklich wissenschaftlicher Diskurs darüber statt, wie wir davon wieder wegkommen können und auch im Internet quasi zivilisiert miteinander umgehen können, ohne dass gleich jemand sozusagen einen Flashmob auf eine Person startet und diese halt auch im realen Leben überhaupt keine Chancen mehr hat, ohne dafür, dass es einen triftigen Grund dafür gibt. Ich glaube, da sollte man nochmal irgendwie eine Debatte anstoßen quasi. Okay, ich mache mal hier einen Schnitt. Wir haben noch viele tolle Vorträge. Vielen Dank, Vadim. Wir machen eine ganz kurze Umbaupause, damit sich Michael fertig machen kann. Bis gleich. Alles klar, danke.